Führung in diesem Augenblick. Und natürlich beginnt man mit den ersten Formationen. Schon zwei gegen eine Situation. Komutov mit einer ersten Chance nach etwas mehr als 20 Sekunden. Und das Spiel unterbrochen wegen einer Offside-Position. 28 Sekunden genau gespielt. Und wieder gute Abwehr von Torhüter Pai. Immer noch die amerikanische Abwehr unter Druck. Jetzt aber Tatarinov. Kleine Abstimmungsschwierigkeiten in der sowjetrussischen Abwehr. Semak. Aus diesem Winkel fast unmöglich ein Tor zu erzielen. Fetisov. Leonov. Zwei Sowjetrussen vor Billy Pai. Da ist die amerikanische Abwehr ganz schön ins Schwimmen geraten. Nach dem Vorstoß der beiden sowjetrussischen Verteidiger Fetisov und Tatarinov. Eingabe der Scheibe vor dem amerikanischen Tor. Und das erste Tor ist gefallen, der Torschütze Pavel Bure. 1:31 gespielt. Die Verwirrung in der amerikanischen Abwehr war so groß, das hat man förmlich kommen sehen. Keiner fühlte sich verantwortlich für die Nummer 10. Zweite Minute. 1:0 für die Sowjetunion durch Bure. Aus einer scheinbar nicht besonders gefährlichen Situation nach einem Bulli links vor dem amerikanischen Tor. Da brachten die Amerikaner die Scheibe nicht weg. Und so steht es also schon nach knapp 2 Minuten 1:0 für den Favoriten. Malakow, kraftvoll sein Einsatz an der Bande. Nemtschinov. Dahlqvist mit einem Versuch, das Spiel zu beruhigen, aber viel ist nicht daraus geworden. Die Sowjetunion nach wie vor im Scheibenbesitz. Keine vernünftige Aktion der Amerikaner in den ersten 2,5 Minuten dieses Spiels. Großes Gemurmel in den Rängen der Zuschauer, denn wieder sind die Lieblinge gekommen.
natürlich die Linie mit Chomutov, Bikov und Kamensky. Tichonov hat bereits eine Änderung angeordnet, denn in der Verteidigung Fetisov und Tatarinov. Herrliches Dribbling, glänzend gemacht. Und der Torschütze Andrei Chomutov. Vierte Minute. Was für ein glänzendes Solo. Hai geht früh zu Boden, hat absolut keine Abwehrchance nach diesem hervorragenden Dribbling von Andrei Chomutov. Semak wird wieder reichlich spät angegriffen. Noch einmal ist es gut gegangen. Cole. Und schon wieder Gefahr für das amerikanische Tor. Vilpay im letzten Augenblick hatte Semak etwas behindern können, aber noch ist es nicht vorbei. Erst jetzt Kohl. Kravchuk. Kohl. Fliegender Wechsel bei der Sowjetunion, knapp 5 Minuten gespielt. Die Amerikaner zu Beginn dieser Partie deutlich überfordert. An der blauen Linie zwei Verteidiger anspielbar. Kai mit einer missglückten Abwehr, aber immerhin. Bure. Reynolds. Biakin. Das Tor hat gewackelt, wurde aber nicht verschoben. Und da startet Tom O'Regan. Der vierte Sturm der Amerikaner im Einsatz mit Sacco, O'Regan und Fritsche. Viel hat da aber nicht herausgeschaut. 6 Minuten gespielt im ersten Drittel. 2:0 für die Sowjetunion. Durch die Tore von Bure und Chomutov. Kuli vor dem sowjetrussischen Tor. Der Torhüter hatte bisher noch keine Probleme. Musste praktisch nie eingreifen. Erste Lobgesänge aus den Zuschauerreihen. Natürlich ein Auftakt, wie ihn sich die Zuschauer wünschten.
Allerdings wird das dem weiteren Spielverlauf eher abträglich sein, wenn die Sowjetunion hier eine derartige Überlegenheit ausspielt. Ranheim. Vielleicht jetzt einmal eine Möglichkeit, Melnikov zu prüfen. Paul Ranheim von den Calgary Flames. Und er, der 32-jährige Torhüter der Quebec Nordic, wurde bisher nicht belästigt. Sergei Melnikov. Unter den Augen von Viktor Tichonov bisher nicht geprüft. Jeff Norton. Usarov mit einem missglückten Pass auf Komutov. Jetzt hat es auch Bykov versucht. Kamensky. Bykov kommt zu Hilfe. Kontermöglichkeit für Johnson. Aber er hat nicht an seine Möglichkeit geglaubt. Bald sind 8 Minuten gespielt. Die Sowjetunion hat gewechselt. Dahlqvist. Stevens. Cole. Erste gute Kombinationen jetzt der Amerikaner. Semak musste warten, bis Leonov aus dem Verteidigungsdrittel der Amerikaner zurückkehrte. Jetzt Nemtschinov. Riesiger Angriffswirbel der Sowjetunion. Abschlussversuch Nemtschinov. Kai, viel beschäftigter und viel applaudierter Mann in den ersten 8,5 Minuten. Roten jetzt im Einsatz, der Neuzuzug aus Minnesota. Das war die beste Möglichkeit, vergeben von Reynolds. Auch Mike Modano ist da. Jakin. Viele Probleme wieder für die amerikanische Abwehr. Pavel Bure prüft Bill Pye. Und der wird sich so seine Gedanken machen. Achten Sie auf den doppelten Abschlussversuch von Bure. Im letzten Moment gebremst. Von Bill Pye. Tim Taylor spielte während seiner Studienzeit für Harvard. Weiß also alles über Eishockey. Aber findet er ein Rezept gegen diese, ich will fast meinen, entfesselte sowjetrussische Mannschaft? Verteidiger Ketschmer. Sacco, der vierte amerikanische Sturm im Einsatz. Fritsche bisher nicht gesehen in diesem Spiel. Schon wieder Bure. 2 Zentimeter zu hoch. Thank you.
zeigen. Sacco. Endlich einmal Fritsche, da verliert er aber prompt die Scheibe. Norton, Fritsche gestartet, bringt immerhin die Scheibe aus seinem Verteidigungsdrittel hinaus. Aber schon wieder viel Druck der Sowjetunion. Die Amerikaner, sie finden absolut kein Rezept gegen die sowjetrussische Überlegenheit. Erste harte Begegnung, Dahlqvist und Davidov. Aber nach 11 Minuten 2:0 für die Sowjetunion und noch keine einzige Strafe ausgesprochen. Kamenski. Jetzt muss einer hinaus. Und wieder einmal trifft es Chris Dahlqvist von den Pittsburgh Penguins. Er sitzt bereits auf der Strafbank, während man uns noch Kapitän Johnson zeigt. Das ist der 28-jährige. Linke Verteidiger. Da sehen wir noch einmal sein Foul am sowjetrussischen Stürmer. Komutov. Powerplay der Sowjetunion jetzt. Mit der Paradesturmlinie und mit den Verteidigern Malakow und Konstantinov. Komutov. Vikov. Beide Mannschaften bringen frische Kräfte. Bei der Sowjetunion bleibt der Paradesturm, nur die Verteidiger werden ausgetauscht. Tatarinov und Fetisov sind gekommen. Sie unterstützen jetzt an der blauen Linie den Paradesturm. Fetisov. Tatarinov, glänzender Pass. Was für eine herrliche Passfolge. Absolut unhaltbar, dieser Treffer, erzielt von Valery Kamenski. Da geht es los mit dem Pass von Fetisov auf Tatarinov und dann geht alles so schnell. Valery Kamenski, 12 Minuten und 4 Sekunden, er ist der dritte Torschütze in diesem Spiel. Goslin versucht mit Kraft, aber selbst das will nicht gelingen. Bob Reynolds liegt am Boden. Hart getroffen. Sehen wir die Aktion noch einmal. Ja, getroffen von einem Ellbogen, aber absolut unbeabsichtigt.
Ja, doch, ein bisschen mit Anlauf war da Mikhail Tatarinov schon dabei und da steht er ihm auch noch auf den Allerwertesten. Keine Strafe angezeigt vom schwedischen Schiedsrichter. Reynolds wird sich pflegen lassen und dann wieder mitspielen. Das sind sich ja diese harten Burschen gewöhnt. In Toronto, in seinem Club, da wird es ganz bestimmt sehr oft zu solchen Begegnungen kommen. Und wieder die Neuen im Einsatz bei den Amerikanern. Die Neuen, die Nummern 95, jetzt die 19 mit einem guten Schuss. Mike Modano. Torschütze Mikhail Tatarinov mit diesem nicht unhaltbar scheinenden Weitschuss. Bill Pye sah die Scheibe wohl nicht einmal kommen, aus dem Handgelenk abgefeuert dieser Schuss. Die 13. Minute, also eine Schicksalsschwere für die USA. Zwei Tore in der gleichen Minute und das neue Resultat jetzt schon 4:0. Die Neuzuzüge Broughton und Modano haben die Erwartungen ihrer Betreuer bisher sicher nicht erfüllt. Sie sind kaum aufgefallen. Und in diesen ersten 13 Minuten macht die amerikanische Nationalmannschaft doch einen bedenklich schwachen Eindruck. Sie sieht sich einer absolut unschlagbaren Übermacht gegenüber. Dahlqvist. Stevens. Cole. Da kommen sich gleich zwei Amerikaner in die Quere. Und Captain Johnson muss die Sache richtig stellen. Dahlqvist. Offside. Chris Dahlqvist von den Pittsburgh Penguins. Ist er jetzt zufrieden oder nicht, wenn er so mit dem gestreckten Zeigefinger auf den Spieler zeigt? Oder hat er am Einsatz von Diakin etwas auszusetzen? Der strenge Tichonov, der aber etwas lockerer als auch schon wirkt. Offside. Der erste amerikanische Block wieder einmal im Einsatz. Nominell also die besten Akteure, die sich aber bisher ebenfalls nicht in Szene setzen konnten. Davidov. Und für einmal ein kleines Missverständnis auch bei der Sowjetunion. Aber dann sofort wieder diese herrlichen Passfolgen in hohem Tempo gespielt und sie finden den Adressaten fast immer. Davidov im Abschlusspech nach der glänzenden Vorarbeit von Tjumenev. Tjumenev
Er kämpft sich die Scheibe. Leicht hässige Reaktion von Paul Ranheim. Völlig unnötig in diesem absolut fairen Spiel. Und das noch vor den Augen des Schiedsrichters. Paul Ranheim auf der Strafbank, der Mann von den Calgary Flames. Zweiter Ausschluss in diesem Spiel bisher. Als Dahlqvist hinaus musste Schoss Kamensky das 3:0. Das war nicht das Foul. Das war einfach eine absolut normale Begegnung. Dann aber kam Ranheim von hinten. Früher sagten wir dem Kopfnuss. Und dafür gibt es jetzt eben 2 Minuten. 4:55 vor Ende des Startdrittels. Ein Riesenmissverständnis, aber Joe Sacco hat etwas zu hastig abgeschlossen. Er war wohl überrascht, dass es so freistehend überhaupt an die Scheibe kam. Die erste gefährliche Aktion, glänzend bereinigt auch von Sergei Milnikov. Fetisov muss hinaus. Fetisov 291 Länderspiele hat er für die Sowjetunion gespielt. Jahrelang war er der Captain der Nationalmannschaft. Ist er dann eben nach New Jersey gezogen. Und jetzt sitzt er für 2 Minuten auf der Strafbank wegen eines Crosschecks. Für 1:30 also 4:4. Bestimmt kein Vorteil für die Amerikaner. Bickhoff. Das Tor verschoben. Aber vielleicht sehen wir noch einmal die Wiederholung dieses glänzenden Dribblings hinter dem Tor. Jawohl. Immer wieder überraschend, was Bickhoff tut. Kaum zu halten von den Verteidigern. Und für die Amerikaner im richtigen Moment das Tor verschoben. Noch einmal Fetisov, Großaufnahme. Und dann auch Ranheim. Die beiden, die sich auf der Strafbank befinden. Drei Versuche, beide gescheitert. Juri Leonov von Dynamo Moskau versuchte sich als Torschütze und während einer Minute noch nur 4:4 Feldspieler wegen der beiden Strafen gegen Ranheim und Fetisov. Stantinov lauert an der blauen Linie. Greg Brown. Modano. Sauber aufgeladen.
absolut regelkonform. Malakow. Zwei gegen einen jetzt. Wenigstens Vilpay in absolut guter Form. Was soll denn sonst ein Torhüter schon machen, wenn zwei alleine auf ihn losstürmen? An den vier Verlusttreffern jedenfalls trifft den amerikanischen Torhüter keine Schuld. Fedorov. Die Amerikaner wieder mit Vollbestand. Fetisov kann in 5 Sekunden wieder zurückkommen. Da wird wohl nichts aus einem wirkungsvollen Powerplay für die Amerikaner. 2 Minuten 30 noch bis zum Ende des ersten Drittels. Fedorov. Kravchuk. Fetisov. Absolut unmöglich, Sergei Nemtschinov zu bremsen. 5:0 für die Sowjetunion. Zwei Minuten genau sind im ersten Drittel noch zu spielen. Ein erstes Drittel, das nicht nur ein klares Resultat, sondern auch eine eklatante Überlegenheit der Sowjetunion gebracht hat. Foul von Gosselin. Angezeigt vom schwedischen Schiedsrichter. Das Spiel erst dann unterbrochen, wenn die Amerikaner an die Scheibe kommen. Milnikov aus dem Tor. Und schön herauskombiniert dieser Treffer, der Torschütze Evgeni Davidov. Die Amerikaner beachteten nicht einmal, dass Milnikov aus dem Tore ging. Auf einmal waren 6 Feldspieler da und dann die herrliche Kombination abgeschlossen von Davidov. Natürlich ist die angezeigte Strafe gegenstandslos geworden durch diesen Treffer. Es wird jetzt dann ganz besonders interessant sein, den weiteren Verlauf dieses Spiels zu beobachten, was geschieht in den nächsten 2 Dritteln. Drosseln beide Mannschaften ihre inneren Motoren? Schonen Sie sich für die kommenden Aufgaben oder kommt es zu einem weiteren Kürlauf der Sowjetunion gegen die absolut überforderten Amerikaner, die einem so richtig leid tun können? Der Torhunger der sowjetrussischen Spieler jedenfalls, auch nach dem 6:0, 30 Sekunden vor Ende des Startdrittels, nicht gestimmt. Zeit 18:35.
Kamoragen ganz allein. Jetzt endlich kommt Norton zu Hilfe. Noch 10 Sekunden. Wenigstens einmal ein Schuss aufs Tor. Aber ohne jedes Problem natürlich für Milnikov. Das erste Drittel ist vorbei. 6:0. Das klare Resultat für die Sowjetunion. Und begonnen hat jetzt auch der mittlere Abschnitt Sowjetunion-USA nach den ersten 20 Minuten 6:0. Otto. Komutov. Missverständnis zwischen zwei Amerikanern und die Sowjetunion im Scheibenbesitz mit Malakow. Kamenski. Fliegender Wechsel bei den USA. Tatarinov. Da sind Nachlässigkeiten zu verzeichnen im sowjetrussischen Spiel. Tichonov an der Bande hat es gemerkt. Schimpft jetzt mit den Spielern, die auf die Spielerbank zurückkommen. Immerhin jetzt doch so etwas wie ein bisschen Druck seitens der Amerikaner. Fetisov im ersten Drittel stark forciert von Tichonov. Viel im Einsatz. Offside. Und man hat in diesem ersten Drittel gesehen, wie wertvoll das Vyacheslav Fetisov eben immer noch ist für die sowjetrussische Nationalmannschaft. Auch wenn man seitens der Sowjetunion vielleicht glaubte, auf die Superstars verzichten zu können, die Abwehr der Sowjetunion überzeugte ja bisher in den ersten beiden Spielen des Turniers nicht. Agure. Ausgezeichnet gemacht von Fetisov. Wie er da ganz kalt und überlegt. Torhüter Pai hat aussteigen lassen. Das ist die Routine aus knapp 300 Länderspielen. Solche Tore schießen nur die ganz großen Könner. Minute 7:0 durch Fetisov. Bezeichnend auch bei den Amerikanern, dass es praktisch kein Spiel in der neutralen Zone gibt. Entweder sind alle im Angriffs- oder dann alle im Verteidigungstritt. Aber von einem System, von einem Aufbau ist da praktisch gar nichts zu erkennen. Und jetzt schießt John Fritsche. Immerhin ein Tor. Wie um den Reporter Lügen zu strafen, denn es war eine schöne Kombination. Der Pass kam von Tom O'Regan.
Und der Torschütze, der Zuger John Fritsche. Keine Strafe. Es wäre schade, wenn die Amerikaner jetzt unnötige Härte ins Spiel bringen würden. Aber mit spielerischen Mitteln, da ist gegen diese Sowjetunion ganz bestimmt nichts zu erreichen. Sehen Sie hinten stehen noch einmal Tim Taylor. 1965 an der Weltmeisterschaft war er als Spieler dabei. Wurde 1976 Cheftrainer von Yale. Einmal in dieser Eigenschaft sogar zum Coach des Jahres gewählt. Ein ausgezeichneter Mann, an ihm, am Mann an der Bande, kann es also nicht liegen. Aber zu stark die Sowjetunion im heutigen Spiel. Fetisov ist schon wieder da. Reist in der Abwehr, sichert nach hinten ab. Offside. Neben Tikhonov Igor Dimitriev, Assistenzcoach. Ihn kennen Sie bestimmt noch vom Spengler Cup her. Als er die Mannschaft von Spartak Moskau betreute. An dieser Weltmeisterschaft übrigens kein einziger Spieler von Spengler Cup-Sieger Spartak Moskau im Einsatz. Einmal die Aktion und der Abschlussversuch von Leonov. Fedorov bleibt an der Scheibe, trotz harter Bedrängnis, kommt sogar noch zum Schuss. Abschluss Biakin. Fedorov mit einem Fehlpass. 5 Minuten bereits gespielt im Mitteldrittel, 7:1 für die Sowjetunion. Bure. Im letzten Moment gestört von Modano. Bure, der den ersten Treffer erzielte in diesem Spiel, schon in der 2. Minute. Und jetzt sind auch wieder einmal Tjumenev und Davidov im Einsatz.
Davidov. Unglaublich antrittsschnell. Ein exzellenter Dribbler, die Nummer 11, Evgeni Davidov. Bikov. Sehr zur Freude der Zuschauer sind die Freiburger wieder da. Zwei Linien Pass. Die Meisterschaft in der Sowjetunion. Sie wurde ja mit 16 Mannschaften gespielt, also aufgestockt. Das brachte viele lange Reisen mit sich. Der Meister, etwas überraschend, Dynamo Moskau. Das alles aber hat der Spielfreude jener Spieler, die in der Nationalmannschaft zum Einsatz kommen, keinen Abbruch getan. Fetisov ist wieder da, zusammen mit Tatarinov. Greg Brown. Begreiflicherweise läuft das Spiel der Sowjetunion nicht mehr auf Hochtouren, aber die Kombinationen, sie klappen noch immer vorzüglich. Bikov. Lässt sich nach diesem Schuss sofort auswechseln. Kravchuk auf Kamensky. Da wollte sich der Amerikaner die Scheibe mit der Hand sozusagen vorlegen. Ein Steilpässchen von Handspielen. Und das ist ihm gründlich misslungen. Da haben wir es gesehen. Kevin Stevens versuchte sich da als Handballer. Und väterlich, wie Fetisov reagiert. Noch einmal jetzt der Handpass. Achten Sie auf die 25 Stevens. Jetzt. Schön vorgelegt, aber leider gilt das natürlich nicht. Mittlerweile sind 8 Minuten gespielt im Mitteldrittel. Die Sowjetunion führt klar und eindeutig mit 7:1. Ausgeglichen immerhin bisher das Score im mittleren Abschnitt. 1:1 unentschieden. Fetisov und Fritsche die Torschützen im Mitteldrittel. Roten im Bulli gegen Semak hat den Kürzeren gezogen. Und auf die Strafbank muss Igor Kravchuk. Die erste Strafe im Mitteldrittel. Okay.
Obstruktion lautet das Verdikt und für 2 Minuten jetzt die Amerikaner in Überzahl. Das Beste vom Besten bei den Amerikanern jetzt auf dem Eis. Roten und Johnson in der Verteidigung. Dann Ranheim, Otto im Sturm, zusammen natürlich mit Mark Johnson. Aber bisher sind die Amerikaner nicht an die Scheibe gekommen und 30 Sekunden der Strafzeit sind schon abgelaufen. Zwei Linien Pass. Das ist Kapitän James Johnson, ebenfalls von den Pittsburgh. Und Kravchuk hier auf der Strafbank noch für 1 Minute und 10 Sekunden darf er zuschauen. Genau gespielt im Mitteldrittel. 7:1 das Resultat. Jeff Norton, Greg Brown, Evgeny Davidov, viel schneller als alle. Der Torschütze Viktor Tjumenev. Ein klassisches Shorthanded-Tor. Verzweifelter Angriff von Greg Brown. Und vor dem Tor, Mutterseelen allein, Viktor Tjumenev, der Spieler der Sowjetunion, der bei TPS Turku sein Geld verdient. Die Sowjetunion in diesem Augenblick auch wieder mit Vollbestand. Den Amerikanern ist es also nicht gelungen, die Übermachtssituation auszunutzen. Ganz im Gegenteil. Kit Miller. Gosselin. Komutov, das schönste Tor bisher an diesem Abend, Valery Kamensky. Er hat abgeschlossen, aber was für eine Übersicht und was für ein glänzender Pass von Komutov. Stunde genau ist gespielt, effektive Spielzeit natürlich.
Und was zu erwarten war, was die Amerikaner schon einmal praktizierten, der Torhüter wurde gewechselt, John Blue steht jetzt im Tor. Jahre ist er alt. Er wird bei Phoenix spielen, spielte bei Kalamazoo im Farmteam von Minnesota. John Blue also sieht sich jetzt den Angriffen der sowjetrussischen Spieler ausgesetzt. 9 Tore hat sein Vorgänger Bill Pye einkassiert in der Hälfte der Spielzeit. 8 Minuten vor Ende des Mitteldrittels, also 9:1 für die Sowjetunion. Fedorov. Erste Prüfung für Blue bestanden, auch die zweite. Joel Otto. Fedorov. Zusammenspiel mit Jakin. Reynolds. Modano. Gosselin ist zu Hilfe gekommen, dann auch Bob Reynolds. Die Intensität hat jetzt natürlich deutlich nachgelassen. Auch die Begeisterung beim Publikum hat sich etwas gelegt. Kaum mehr Anfeuerungsrufe. Man schaut einfach zu, man genießt, man lässt das Spiel der Sowjetunion auf sich einwirken. Bulli vor dem amerikanischen Tor. Jumenev. Gegen Tom O'Regan. Und da gibt es gleich noch einmal ein Bulli. Die Amerikaner kämpfen zwar unverdrossen weiter, aber ihre spielerischen Mittel reichen bei weitem nicht aus, um die Sowjetunion auch nur zu gefährden oder in Verlegenheit zu bringen. In allen Belangen die Sowjetunion die bessere Mannschaft.
am heutigen Abend. Gusarov. Dahlqvist. Captain Johnson. Kip Miller. Es ist ganz einfach nichts zu machen. Auch körperlich überlegen die Sowjetrussen. Jetzt wird gewechselt bei der Sowjetunion. Alakov, Konstantinov. Und dann startet wieder der Supersturm. Verwirrendes Kombinationsspiel. Applaus auf offene Szene. Rikov. Wird er jetzt deswegen bestraft? Tatsächlich. Vyacheslav, genannt Slava Bikov, muss auf die Strafbank. Er begann seine Karriere in Tscheljabinsk, schloss sein Studium am Militärinstitut für Sport und Körperkultur ab. Seine Freunde nennen ihn Slava. Verheiratet, zwei Kinder, Tochter Mascha und Sohn Andrei. Am 1. Juli zieht die Familie hier nach Freiburg. Und er, Bykov, freut sich auf seinen Besuch in der Schweiz. Genauso wie Teamkollege Andrei Komutov. Jetzt erhält er gleich Gesellschaft. Slava Bykov. Und zwar James Johnson, der amerikanische Captain, erhält ebenfalls zwei Strafminuten. Johnson James for Accrochage. Während 1 Minute und 40 Sekunden 4 gegen 4. Drei Strafen sahen wir im ersten Drittel, 2 gegen die USA, 1 gegen die Sowjetunion und jetzt schon wieder 3 Strafen im Mitteldrittel in dieser fairen Partie. 2 gegen Sowjetrussen, 1 gegen Johnson, USA. Knapp 4 Minuten sind im Mitteldrittel noch zu absolvieren. 9:1. Das Resultat, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Aber auch in dieser Höhe absolut verdient und korrekt ist. Fetisov. Kombinationsversuch mit Leonov. Semak. Dahlqvist muss warten, bis seine zwei Kollegen zurückgekommen sind und das Offside aufgehoben haben. Beiden Sünder auf der Strafbank. Für 40 Sekunden noch Bikov für 1 Minute, Johnson. Cole kommt nicht vorbei an Gusarov.
Wyckoff kann sich schon bald einmal bereit machen, wieder zum Einsatz zu kommen. Jetzt ist er wieder da und für 15 Sekunden die Amerikaner zu viert. Brown. Das war Pech für Mike Modano. Knapp 2 Minuten noch zu spielen, beide Mannschaften wieder komplett. Biakin, Fedorov, Biakin. Norton, schöner Pass. Ein schöner Raumgriff. Szenenapplaus auch für Daniel Ketschmer, der den Abschluss suchte. Jetzt aber startet Fedorov. Parade von John Blue, immer noch ungeschlagen, der amerikanische Torhüter. Beginn der letzten Minute im Mitteldrittel. Chris Dahlquist. Eben hat die Platzsprecherin bekannt gegeben, 7.455 Zuschauer sind hier anwesend. Also überfüllt die Eishalle hier. Denn mehr als 7.000 haben hier normalerweise nicht Platz. ...39 Sekunden dauert das Mitteldrittel noch. Nach dem 6:0 im Startdrittel nimmt sich das 3:1 jetzt fast ein bisschen bescheiden aus, aber die Sowjetunion kämpfte deutlich mit gedrosselten Motoren und trotzdem hatten die Amerikaner eigentlich nicht viel auszurichten. Offside. Fetisov ist nach wie vor einer der besten Verteidiger der Welt. Jetzt geht er ja durch das Stahlbad der NHL bei den New Jersey Devils. Und er hat uns vor dem Spiel erklärt, dass dieses Jahr ihn verändert habe. Die Erfahrungen in Amerika machten nicht gerade einen anderen, neuen Menschen aus ihm. Aber sie öffneten seinen Blickwinkel für das Geschehen in dieser Welt. Tim Taylor nachdenklich. Da wird er auch für das letzte Drittel keine großen Änderungen mehr anbringen können. Das Spiel natürlich ist gelaufen. Die Sowjetunion ganz einfach zu stark für die USA. Noch die letzte Aktion, noch 2 Sekunden. John Blue übersteht die 10 Minuten seines Einsatzes ungeschlagen nach 2 Dritteln. Führt die Sowjetunion gegen die USA mit 9:1. Wir melden uns wieder, wenn das letzte Drittel hier beginnt. Gewechselt Arthur Irbe, der 23-Jährige von Dynamo Riga, hat den Auftrag erhalten, jetzt für den letzten Abschnitt sein Tor reinzuhalten. Und für alle jene Zuschauer, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben, die später von der Arbeit oder vom Training oder von sonstigen Aktivitäten
heimgekommen sind. Die Sowjetunion führt gegen die USA verdient, auch in dieser Höhe absolut korrekt mit 9:1. Komutov. Bikov. Mikhail Tatarinov. Und dann wieder einer dieser blitzschnellen Angriffe. Und an der Bande durchgesetzt hat sich Leonov. Eingabe der Scheibe vor dem amerikanischen Tor. Und zwei Fragen beschäftigen die Zuschauer. Wann erzielt die Sowjetunion den 10. Treffer? Gleichbedeutend, wann endet die Ungeschlagenheit des John Blue? Denn die 9 Treffer, die kassierte ja Bill Pye, der bis zur 30. Minute das amerikanische Tor hüte. Nach 1 Minute 50 kommt es zu einem weiteren Ausschluss. Zum zweiten Mal ist es Vyacheslav Fetisov, der hinausgeschickt wird. Eindeutig das Foul von Fetisov. Der Strafenkatalog umschreibt das mit Behinderung. Und jetzt haben also 5 Amerikaner die Gelegenheit, doch etwas für die Offensive zu tun. Aber bei den bisherigen 3 Strafen der Sowjetrussen, da sah man keine Ansätze eines Powerplay. Jeff Norton. Angegriffen von 2 Sowjetrussen, kann immerhin noch abspielen zu Ranheim. Jetzt einmal Powerplay-Positionen bezogen. Scheibe immer noch sichtbar für den Schiedsrichter, deshalb wurde auch weitergespielt. Norton. Die Hälfte der Strafe für Fetisov vorbei. Viel Pech jetzt für Norton, denn er hat Otto angeschossen, der vor dem Tor auf einen Abpraller lauerte. Beide Mannschaften haben fliegend gewechselt. In 25 Sekunden darf Fetisov zurückkommen. Norton noch einmal. Jetzt wieder an der Scheibe. Ausgezeichneter Pass.
Nicht ausgenützt von Kevin Stevens. Fetisov ist wieder da. Heißes Dribbling da vor dem eigenen Tor von Evgeny Davidov. Das Spiel schon lange unterbrochen. Es wird eine Strafe geben. Schade, dass jetzt eine kleine Prügelei hier inszeniert wird. Völlig unnötig. Keiner will loslassen. Tjumenev gegen James Johnson, den Captain. Ich sagte es Ihnen schon einmal, Kevin Stevens, die Nummer 25, ist ein Raubein. Auch Verteidiger Chris Dahlqvist, natürlich absolut kein Engel. Das Foul aber beging Kip Miller. Bester Torschütze der letzten beiden Saisons in der College Liga. Miller, Michel, Packer mit, auch Kevin Stevens, ein Raubein. Da sehen Sie ihn am rechten Bildrand, wie er da sich ganz schön einsetzt. Schwitzkasten angebracht und dann an die Bande gedrückt. Nemtschinov. Kevin Stevens in 76 Spielen der NHL hat er 171 Strafminuten kassiert. Und jetzt hagelt es Strafen. Jetzt wird es dann schwierig sein, die Übersicht zu behalten. Nemtschinov ist hinaus. Und so wie ich es sehe, für 2x2 Minuten. Dann sitzt auch Dahlqvist da für 2. Das müsste Kip Miller sein. Dahlqvist und Nemtschinov, also je 4 Minuten. Also machen wir die Buchhaltung. Übertriebene Härte, Nemtschinov von Dahlqvist je 4 Minuten, Kip Miller wegen Behinderung 2 Minuten. 4 Sowjetrussen gegen nur 3 Amerikaner für 1 Minute 45. Fetisov. Jetzt haben sich die Sowjetrussen im Verteidigungsdrittel der Amerikaner festgesetzt. Vor dem Tor lauerte Komutov. Und wer sind die drei Amerikaner? Broughton, Brown und Jeff Norton. Jetzt aber wird gewechselt. Neue Kräfte sind gekommen. Cole Johnson Goslin gegen Komutov, gegen Bykov, Fetisov und Tatarinov. Bykov. Komutov, Fetisov lauert, wird nicht angespielt.
Dafür der Mann mit dem härtesten Schuss aller sowjetrussischen Spieler. Mikhail Tatarinov von Dynamo Moskau, John Blue, hält diesen unglaublich harten Schuss. Schon wieder wechseln die Amerikaner. Die Sowjetunion hat nur einen Mann ausgewechselt. Valery Kamensky ist gekommen. Für 55 Sekunden, Sie sehen es, für 54 hier. Vier Sowjetrussen gegen drei Amerikaner. Die Sowjetunion mit dem Supersturm und hinten an der blauen Linie Fetisov. Für die Amerikaner im Einsatz Norton, Brown und Johnson. Fetisov, Kamensky, Fetisov. Jetzt werden die Amerikaner richtig ausgespielt. John Blue, gute Parade, nach 20 Sekunden 4 gegen 3. Die Amerikaner bringen die Scheibe nicht weg. Fetisov. Schussversuch Komutov, Kamensky, Fetisov, Komutov, Fetisov. Da wollte man seitens der Sowjetunion das Tor wirklich herausspielen, wie beim Billard. Langanhaltender Szenenapplaus, im Abschluss gescheitert, aber Bykov an John Blue. Jetzt endlich hat auch Tichonov frische Spieler zum Einsatz gebracht. In 3 Sekunden läuft die Strafe von Miller ab. Jetzt also während knapp 2 Minuten immerhin 4 gegen 4. Semak überlässt Gusarov. Semak angegriffen von Johnson. Und jetzt hat die Scheibe das Verteidigungsdrittel der Amerikaner verlassen. 1 Minute noch, die Strafe für Dahlqvist und Nemtschinov. Kip Miller. Jeff Norton. Fedorov. Offside. 7,5 Minuten sind gespielt im letzten Drittel. Für 38 Sekunden sitzen diese beiden noch auf der Strafbank. Dahlqvist der Amerikaner, Nemtschinov der Sowjetrusse. 0:0 das Resultat im letzten Drittel bisher. Beide Torhüter, die jetzt im Einsatz stehen, also noch nicht bezwungen. John Blue nicht, der viel mehr Arbeit hatte als Arthur Irbe. Und
Pfosten noch gestreift, dieser Schuss von Pavel Bure. Norton. Ein unheimlicher Dribbler, dieser Pavel Bure. Beide Mannschaften jetzt wieder mit Vollbestand. Goslin. Goslin steht Paul Ranheim im Wege. Sergei Nemtschinov wieder einmal gescheitert. Aber er hat einen harten, guten Schuss abgegeben, blockiert von John Blue. Fetisov, Davidov. Auch wenn er sich darüber ärgert, er weiß sofort, wo er hingehört. Klares Foul von James Johnson. Due minute penalty for USA, James Johnson. Keine Tore bisher im letzten Drittel, dafür Strafen gegen 5 Spieler ausgesprochen. Eindeutig das Foul, Crosscheck von Johnson. Die Amerikaner reklamieren zwar ein bisschen beim schwedischen Schiedsrichter, der aber bisher ausgezeichnet gepfiffen hat. Auch keine Probleme hatte mit der Nemtschinov, Davidov in aussichtsreicher Position. Fetisov. Omutov. Jetzt wird wieder etwas herauskombiniert, jedenfalls ein Versuch dazu gemacht. Komutov, Bikov. Der Pass aber auf Kravchuk misslungen. In 40 Sekunden darf er wiederkommen. Fetisov, abgeblockt im letzten Augenblick, die Scheibe von Dahlqvist. 10 Sekunden noch, die Amerikaner zu viert. Johnson ist wieder da. Und sofort im Einsatz. Neun Minuten noch zu spielen in dieser schon längst natürlich entschiedenen Partie. Im letzten Drittel aber sind immer noch keine Tore gefallen.
Kravtschuk. Das Spiel der Sowjetunion hat jetzt absoluten Exhibitionscharakter. Offside. Keineswegs so, dass John Blue der bessere oder der routiniertere Torhüter wäre als Bill Pye. Es hat vielmehr auch damit zu tun, dass die Sowjetunion den Torerfolg nicht mehr mit letzter Konsequenz anstrebt. Ich bin überzeugt, dass in der ersten halben Stunde bei der Spielweise der Sowjetunion auch dieser Mann bezwungen worden wäre. Bisher aber hat er seinen Kasten reingehalten. Jeff Norton muss hinaus für diesen Stockschlag. Jeff Norton von den New York Islanders, im letzten Playoff-Spiel bewusstlos geschlagen von einem Gegner. Natürlich kostet das viel Kraft, dieses ständige Spiel in Unterzahl. Und fast wäre den Amerikanern durch Paul Ranheim ein Tor in Unterzahl gelungen. Der Mann von den Calgary Flames scheiterte nur ganz knapp an Arthur Irbe. War Greg Browns Geschoss. Noch einmal Brown. Da hat Irbe doch hin und wieder Gelegenheit jetzt erhalten, sein Können zu beweisen. Greg Brown vom Boston College. Ein sonst gefürchteter Weitschütze. Jakin. Noch 40 Sekunden, die Strafzeit für Norton. Wird für einen Stockschlag auch ein Sowjetrusse bestraft, und zwar Pavel Bure. Spielt bei CSKA Moskau, schoss den ersten Treffer heute Abend. Nach 1 Minute und 31 Sekunden brachte er die Sowjetunion in Führung. Vier gegen vier für 20 Sekunden noch.
tadellose Abwehrleistung von Irbe. Auch guter Schuss von John Fritsche, dem einzigen Torschützen bisher für die Amerikaner. Dahlqvist. Carmo Reagan. Norton darf wieder mitspielen. Für noch etwas mehr als eine Minute 5 Amerikaner gegen nur 4 Sowjetrussen. Modano kommt nicht an die Scheibe. In 30 Sekunden ist auch die Sowjetunion wieder vollzählig. Gut gemacht. John Blue. Komutov spielt auf Zeit. 9 Sekunden noch müssen sich die Sowjetrussen gedulden. Dann sind sie wieder vollzählig. Kamensky. Hart bedrängt von Daniel Ketschmer. Das Publikum wollte den Amerikaner für seinen Einsatz bestraft sehen. Vier Minuten 17 noch zu spielen. 9:1 führt die Sowjetunion gegen die USA. Sechs zu null nach dem ersten Drittel. 3:1 das Resultat des zweiten Abschnitts. Und keine Tore noch in den bisherigen knapp 16 Minuten des Schlussdrittels. Johnson. Otto. Jetzt doch auch einige gefällige Aktionen der Amerikaner. Sie geben ganz einfach nicht auf. Semak. Leonov setzt sich durch gegen zwei Amerikaner und spielt dann noch einen guten Pass auf Nemtschinov. Sacco, Norton. Carmo Reagan ist nicht auf die Absicht seines Mitspielers eingegangen. Und dafür muss er jetzt auf die Strafbank. Carmo Reagan, der Mann von Preußen Berlin. Natürlich nicht, weil er den Pass vor dem Tor verfehlte, sondern weil er ein völlig unnötiges Foul beging. Weit ab des Geschehens brachte er den Sowjetrussen zu Fall. Zwei Minuten 41 dauert dieses Spiel noch. Oh, no.
Fetisov. Und immer noch ist das 10. Tor nicht gefallen für die Sowjetunion. Das wäre ein kleiner statistischer Erfolg für die USA, wenn das Schlussdrittel unentschieden gestaltet werden könnte. Fetisov. Noch einmal Fetisov. Jetzt läuft das Kombinationsspiel wieder. Das ist ein Foul, ganz eindeutig. Der Schiedsrichter hatte schon lange gepfiffen. Kein Grund, sich deshalb aufzuregen. Sergei Fedorov weiß genau, dass er hinaus muss. Schon lange zur Strafbank hinausgefahren, dort bereits auch angekommen. Und für seine Unbeherrschtheit erhält auch Danton Cole noch eine Strafe. Das Urteil des Schiedsrichters, 4 Minuten, also 2x2 gegen Fedorov und 2 Minuten gegen Kohl. Mit 4 gegen 3. Spielern, die Sowjetunion natürlich mit spielerischer Überlegenheit. John Blue rettet nach dem Schuss von Kravchuk. 67 Sekunden vor Ende der Partie. Gusarov. Schuss angetäuscht von Davidov. Kravchuk. Der Torhüter der Sowjetunion hat sein Gehäuse verlassen, Strafe angezeigt. Und jetzt erfolgt der Schiedsrichterpfiff. Eben kam Tom O'Regan zurück. Und auch für Jeff Norton ist das Spiel zu Ende. Er sieht sich den Rest von der Strafbank aus an, genauso wie Danton Cole. Für die letzten 40 Sekunden dieses Spiels ist Irbe noch einmal zurückgekommen. 40 Sekunden bleiben also noch zu spielen in dieser Partie, die schon früh entschieden war. Nach 4 Minuten schon führte die Sowjetunion mit 2:0. In der 13. Minute ein Doppelschlag durch Kamensky und Tatarinov zum 4:0. Am Ende des ersten Drittels schon hieß es 6:0. Noch 20 Sekunden. Und da fällt der 10. Treffer doch noch durch Andrei Komutov. 17 Sekunden vor Ende der Partie. Nicht einmal diese Kleidefreude ist den Amerikanern geblieben, das letzte Drittel umgeschlagen überstanden zu haben. John Blue kapituliert nach dem Schuss von Komutov.
6:0 nach dem ersten Drittel, also 3:1 das Resultat des zweiten Abschnitts. Und das einzige Tor des letzten Drittels erzielt Chomutov, 17 vor Ende der Partie. Ein Resultat, das an Deutlichkeit natürlich nichts zu wünschen übrig lässt. Aber sehr verdient gewinnt die Sowjetunion gegen die USA mit